Willkommen zurück hier bei Black Mesa. Ja, ganz ehrlich, jetzt muss ich mich hier ein bisschen umschauen. Der letzte Part ist schon ein paar Tage her. Wenn nicht sogar Monate. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie ich mich jetzt schlage, nachdem ich Doom zuletzt durchgespielt habe. Ob ich überhaupt noch Half-Life so weit spielen kann. Nee. Vielleicht hätte ich mir den letzten Part nochmal anschauen sollen. Ah, egal. Wir machen hier einfach weiter. Oh. Attention, all personnel. Launch control train activated. Clear. Was? Doppelsprung gibt's hier gar nicht. Okay. Oh, okay. Dann würde ich sagen, Abfahrt. Okay. Laden wir uns mal auf. Hey. Moment. Okay. Hab mir jetzt klar, was ist denn jetzt los? Warum ruckelt jetzt das Spiel? Das ist ja verrückt. So. Okay. Hier ist auch niemand. Fahren wir langsam hier durch. Wow! Alter! Schießt da einfach mit einer Rakete oder was? Oh shit, Granate. Oh, Entschuldigung. Hat jetzt echt das Ding hier kaputt gemacht. Ja, geil. Ah. Okay, okay, ich dachte eigentlich, dass er jetzt umkippt. Au! Komm denn der Spinner jetzt her? Oh! Ich sollte mir jetzt nur angewöhnen, mehr in Deckung zu gehen. Weil ich ja schon fast so wie bei Doom auf die Gegner losgehe.
Unangenehm. Okay. First Aid Station, wo? Ah, hier, cool. Ja. Ja, super, bringt mir jetzt nur gerade nichts. Vielen Dank für nichts. This guy is responsible? Sabotage, maybe. Yeah, maybe. All I know for sure is this guy's been killing Marines. Oh. Yeah. He'll pay. Okay. He will definitely pay. Überraschung. Au. Ja, Shotgun auf Entfernung ist halt nicht so die beste Idee. Also, deswegen bin ich jetzt immer so nah hingerannt. Oh, die Rakete. Ernsthaft jetzt. Also... Das ist jetzt nicht sein Ernst, dass ich da nicht durchkomme. Ist irgendwo Sprengfässer oder so? Oh shit! Okay. Musik ist sehr laut. Okay. Ja, eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell hier reinkomme. Deswegen jetzt da vorne drauf gehen. Gerade dadurch, dass dieses MG da war. Ja. 15 seconds. Also, Leute, an eurer Stelle würde ich da unten weggehen. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ich glaube, das kann nicht gesund sein, darum zu stehen. Das macht ihm nichts aus, dass er direkt daneben steht. Okay. Okay.
Das ist ja cool gemacht. Okay. Oh. Auf die Entfernung ist es halt echt blöd. Dachte ich schon, ich falle die Seeleiter runter. Oh oh, muss nachladen. Ja klar! Scharfschütze oder was? Also ich würde schon gerne das Gewehr benutzen. Ja, aber hier geht's anscheinend auch nicht durch. Dann... die Richtung können wir weiter. Okay. Ja, der sein können, dass hier irgendwas drin ist. Ist da irgendwas, so ein Zombie? Hier drin oder was? Oder da unten? Nö. Ach, da ist er. Das ist ja jetzt blöd. Oh, ist aber schnell. Wow. Ja, das ging jetzt hier aber schneller raus als gedacht. Ladebildschirm. was? Oh nö. Wow. Oh shit! Ich muss hier raus. Och nee, ey. Was ist denn das hier? Unterwasserlevel oder was? Ah, die geht unter Wasser, okay. Das ist ja jetzt Mist. Okay. Randinie, ey, super. Oh.
Oh, ich sollte vielleicht mal ein bisschen Luft wieder schnappen. Hallo? Ja, ja, ich tauche schon auf. Ach, das reicht wirklich, eine Sekunde aufzutauchen. Okay. Ist halt jetzt ein bisschen wenig Licht, hätte ich gesagt. Ah. Ach Mist! Oh, aua! Jetzt würde ich auch noch auf die Kiste fallen, ey. Ja, das war nix. Okay, den Weg können wir schon mal vergessen. Ja, wir brauchen einen anderen Weg. Ja klar, Leute. Ach so, ja, das war das. Hallo? Jetzt muss ich hier diese Fässer da einsammeln. Ja klar, Leute, ey. War immer noch nicht so ganz. Au. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt 1, 2, 10 Fässer übersehen. Weil ich auch einfach nicht drauf geachtet habe. Was ist das? Ah, hier. Au. Jawohl. Und hopp. Jawohl. Nehmen wir wieder die beiden Waffen. Oh. Ach. Was ist mit ihm los? Ja, klar. Oh, shit. Was ist denn jetzt wieder? Als mich doch woanders. Ich dachte jetzt echt, ich wäre beim gleichen wieder runtergefallen. Aber warum ist hier der ganze Tunnel unter Wasser? Oh. So, vielleicht mal abdrehen hier. Wow! Egal. Oh.
Okay. Ich glaube, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Okay. Das heißt, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Black Mesa.